Okay, mein Lieben, also, jetzt lösen wir diese Gleichungssystem. Also ich habe es wieder hier aufgeschrieben. Drei Unbekannten müssen die drei Gleichungen finden. Und das holen wir aus diesem Text raus und die Angaben sind die Aufgaben. Ja? Erste Gleichung haben wir aufgeschrieben, weil es wurde angegeben, dass das Z, der Zielpunkt auf dem Wand, ist in der Höhe von 173 cm. Ja, da ist der, wir sind bei der Wand, ja, der x ist dann 0. Ja, und bei x gleich 0 ist der Funktionswert ist 173. Klar, super, erste Gleichung haben wir schon. Dann wurde der Maximumpunkt von dem Bogen, wie das fliegt, diese Dart-Pfeil, ja, das wurde auch konkret angegeben. Das ist 75 cm entfernt von der Wand und war in der Höhe von 182 cm. Dann wieder setzen wir den 75 als x rein, das ist der Funktionswert. Und dann diese dritte Eigenschaft, und das müsstet ihr auch einfach merken, also diese, wo der f von x ist ein Hüppel hat, das ist ein Maximumpunkt, ja, also da ist die Steigung für diesen Moment ist 0, das heißt, die Steigungsfunktion ist an der Stelle, hat eine Nullstelle. Ja? Ja, und wir wissen das, wo das ist, also die erste Ableitung von dem f an der Stelle 75 ist gleich 0. Und dann haben wir unsere drei Gleichungen. So, was sagt es konkret? Da haben wir unseren f von x a mal x hoch 2 plus b mal x plus c. Dann haben wir jetzt hier das hier eingesetzt. Ja? Also den 0 setzen wir da hier rein. 0, 0 fällt weg, bleibt übrig der c. Bleibt übrig der c. Und der Funktionswert, der f von 0 ist 173. Und das ist super, weil damit haben wir schon einer von den gesuchten Unbekannten. Jetzt setzen wir einfach an der Stelle x und Stelle 75. Ja, x ist 75. Nein, ja. Und der Funktionswert ist 182. 182 ist gleich a mal 75 hoch 2, b mal 75 plus c. Und dann das Gleiche mit dem Hinweis abgeleitet. Die erste Ableitung haben wir das gemacht. Und dann a mal 2 mal 75 plus b. Und das ist jetzt unser Gleichungssystem. Okay. Unser Gleichungssystem. Ja, und jetzt müssen wir noch den a und den b berechnen. Wie machen wir das dann? Also wieder Gaußsche Eliminationsverfahren, Einsetzungsverfahren und solche Sachen. Also wir sehen jetzt hier sofort, okay, ich kann jetzt den C hier, der wird da einsetzen. Ja, der 173 kann ich schon einsetzen. Dann ist auf dieser Gleichung ist dann C schon weg, konkrete Zahl, bleibt nur A und B. Super. Dann haben wir hier A und B, oh, und das hier, schau mal, hier steht B allein. Oh, das ist so, dann heißt es, ich kann aus dem der B daher berechnen. Wo soll ich das machen? Hier. B ist gleich minus A mal 2 mal 75. Und jetzt steht hier der B. Da ist der Beta, okay, super, dann heißt es, ja. Wir setzen das da an, damit ist C eliminiert, B eliminiert, bleibt nur noch der A. Wie sieht das dann der Gleichung aus? 182 gleich A mal 75 hoch 2 plus minus A mal 2 mal 75, ja, da die B, oh, und dann nochmal 75,
Nochmal 75 plus 1, 163. Ja, das ist genial. Ja, und jetzt müssen wir daraus von der A berechnen. Also A steht da, ja? Der Rest ist Zahlen. Dann machen wir das. Also, minus 100, minus 173, das geht hier an der Seite. Und jetzt hebe ich hebe den A hier raus. Ja? Also, A mache ändert das. Ja? Dann kommt 177 minus 117, das ist das weg. Und hier 182 minus 173, das bleibt hier die 9. Sehr schön. Was bleibt hier üblich in der Klammer? 75 Quadrat minus, also plus und minus ist minus. A ist dann vor den Klammern. 2 mal, also 75 mal 75. Das ist dann auch 75 Quadrat. Boah, das ist super, ja. Das ist einmal 75 Quadrat und zweimal 75 Quadrat. Das heißt, das ist dann minus einmal 75 Quadrat mal A. Okay, dann heißt es dann minus A mal minus A mal 75 Quadrat. So, dann haben wir, können wir das dann A auch berechnen. Das heißt es dann, A gleich minus 9 geteilt 75 Quadrat. So, A haben wir berechnet. So, und jetzt müssen wir noch hier D setzen wir denn das, was hier berechnet, das setzen wir da noch ein. Also B ist dann minus minus, ja, an der Stelle setze ich, na, okay, ich schreibe das. Also minus 9 75 Prozent, das ist das für die A. Und was ist da noch? 2 mal 75. Ah, dann ist es so. Ein Minus, Minus ist Plus. Okay, das ist weg. 75 einmal kürze ich, dann bleibt es hier. 9 mal 2 mal 75. So. Okay. Und das kannst du jetzt im Taschenrechner ein. Was kommt jetzt raus? Ja. Warte mal. Das ist dann. Was ist das? 9 geteilt 75 geteilt 75. Ja, okay. Ja. 1 minus 625. Und was ist das da? Ja, das war's. Also 18. Geteilt durch 75. Oh, 625. Und damit hätten wir, ja, A, B, das und das. Haben wir es berechnet. Okay, Lieben. So, damit ist die Aufgabe hier so fertig. Oder machen wir noch den letzten kleinen Teil.